Ja, guten Tag. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich möchte ein neues Buchprojekt vorstellen, an dem ich arbeite, wobei ich aber noch ganz am Anfang bin und das mich auch ziemlich weit herausführt aus dem normalen Bereich. Also Sie haben gehört, ich bin Frühneuzeitler und ich werde jetzt sehr, sehr weit zurückgehen und weit jenseits meiner eigentlichen Kompetenzen bohren. Die Frage, die ich stellen möchte, lautet: Wie weit lassen sich Thematisierungen von Wahrheit zurückverfolgen? Wie alt ist sozusagen Wahrheit? Wann haben Menschen angefangen, etwas als wahr zu bezeichnen, von der Wahrheit als etwas Substanziellen zu reden oder Wahrheit gar zu vergöttlichen? Das sind gewaltige Fragen, die, wie gesagt, auch mein eigentliches Kompetenzfeld, die Ideengeschichte der frühen Neuzeit, überschreiten. Dennoch meine ich, dass eine globale, kulturell vergleichende Reflexion auf so etwas wie archaische Wahrheit nötig ist, um auch spätere Ausprägungen von Wahrheitsformen richtig einschätzen zu können. Gerade wenn man sich um globale Ideengeschichte bemüht, was ich tue, dann kommt man, so denke ich, um eine Beschäftigung mit frühen Formen von Ideen nicht herum, weil sich von da ab Pfadabhängigkeiten auftun, die bis weit in die Neuzeit hineingewirkt haben. Ich nenne dieses Projekt Deep Intellectual History oder Tiefengeschichte des Denkens. Essentiell ist dafür die Langzeitperspektive einer sogenannten Deep History im Sinne von Daniel Lord-Smale, die von den Anfängen der Menschheitsentwicklung vor rund 200.000 oder 100.000 Jahren bis in die Zeit der Schriftkulturen seit der Wende vor 6.000 Jahren reicht, mit denen wir meist unser traditionelles Geschichtsverständnis beginnen lassen und auch dann noch darüber hinaus. Essentiell ist eine Theorie der Prägung, der Begriffsbildung aus präkognitiven und mythischen Strukturen heraus bis hinein in ein rationales, analytisches Denken. Ich möchte mein Projekt mit solchen Schwergewichtsüberlegungen aber auch nicht überfrachten. Mein Ziel ist zunächst viel bescheidener, gerade jetzt in dieser frühen Phase. Ich bin schon froh, wenn es mir gelingt, einige halbwegs sinnvolle Fragestellungen bezüglich Wahrheit in diesem Kontext zu erarbeiten. Dazu will ich vergleichend auf verschiedene Zivilisationen schauen. Denn seltsamerweise gibt es zu einer solchen komparativen Untersuchung archaischer Wahrheit kaum Vorarbeiten, zumindest sind mir nur wenige bekannt. Um von der manchmal anachronistischen Nominalphrase die Wahrheit dabei etwas wegzukommen, fächere ich die Thematik in Bereiche auf, die zugleich meinen Ansatz charakterisieren. Ich frage nach Wahrheitspraktiken, Wahrheitsfiguren und Wahrheitsszenen. Ein solcher Ansatz ist natürlich in gewisser Weise Michel Foucault verpflichtet, um den man in diesem Feld nicht herumkommt. Doch Foucaults Arbeiten zu Wahrheitspraktiken der Parisier, zum Beispiel des Wahrsprechens, das will ich gleich vermerken, gehen in eine andere Richtung als die, die ich anziele. Foucault ist an der politischen Kultur und den Praktiken des Selbst interessiert und in diesem Zusammenhang beschäftigt er sich mit dem Verhältnis einer Person zum freimütigen Äußern einer unbequemen Wahrheit im antiken Griechenland. Ich hingegen möchte noch hinter die Griechen zurückgehen und sehr generell nach Praktiken der Wahrheit und der Evolution von epistemischen Kulturen fragen. Die Schwierigkeit, vor der wir stehen, besteht darin, dass wir einerseits explizite Thematisierungen von Wahrheit haben, die natürlich spät sind, in antiken Schriftkulturen und zumal in der griechischen Philosophie. Auf der anderen Seite aber die implizite Inanspruchnahme von so etwas wie Wahrheit berücksichtigen müssen, die menschheitsgeschichtlich sehr früh geschehen sein kann. Es gibt also einen gewaltigen Hiatus zwischen Überlegungen zu den Anthropotechniken früher Menschen hier und den ersten semantisch-mythologischen Befunden dort, viele Zehntausende von Jahren. Und wir werden uns fragen müssen, ob wir diesen Hiatus durch die Annahme von Graden an Explizitheit oder zumindest von Abstufungen der Reaktion auf Irritationen aus der Umwelt, die langsam zur Welt wird, überbrücken können.
Immerhin beruft sich die evolutionäre Erkenntnistheorie zu Recht auf die Beobachtung von Willard von Orman Quine, der gesagt hat, Lebewesen, die mit ihren induktiven Schlüssen immer wieder falsch liegen, neigen zwar bedauerns-, aber auch dankenswerterweise dazu zu sterben, bevor sie ihre Art fortpflanzen können. Das heißt, eine Orientierung an der Realität, eine Übereinstimmung zwischen Vermutung und Wirklichkeit war überlebensnotwendig. Wir Menschen sind Korrespondenzwesen. Das lässt sich anhand der neueren Forschungen von Michael Tomasello und anderen über die Naturgeschichte des Denkens deutlich präzisieren. In der Kooperation von Hominiden mit anderen Artgenossen gab es zwischen Gruppengröße, Kommunikationsfähigkeit und Gehirngröße eine Koevolution, sodass man geradezu vom sozialen Gehirn sprechen muss. Entscheidend sind hier die Stufen der sogenannten Mentalisierung, nämlich im anderen auch jemanden zu erkennen, der bestimmte Absichten hat und der wiederum von einem selbst erkennt, dass man Absichten hat, also Stufen von Intentionalität, genauer gesagt von geteilter oder kollektiver Intentionalität. Ohne kollektive Intentionalität keine Wahrheitspraktiken. Bei der Kooperation waren Gesten in ihrer Bedeutung zwischen auffordern und informieren zunächst noch nicht getrennt. Aber als diese Differenzierung stattgefunden hatte, führte, so Tomasello, das Informationsmotiv die Kommunizierenden dazu, eine Verpflichtung einzugehen, die anderen über Dinge ehrlich und genau, das heißt wahrheitsgemäß, zu informieren. Das ist, würde ich sagen, der Beginn der Geschichte der Wahrheit. Natürlich konnten Frühmenschen trotzdem lügen, aber Lügen funktioniert nur, wenn es überhaupt erst eine wechselseitige Annahme von Kooperativität und Vertrauen gibt. Die Entwicklung zum modernen Menschen ging dann von einer solchen sogenannten zweitpersonalen, von solchen Verhältnissen gemeinsamer Kooperation in kleinsten Gruppen, die Tomasello gemeinsame Intentionalität nennt, hin zu echten kollektiven Intentionalität in größeren Gruppen, bei denen nicht jeder jeden persönlich kannte und mit ihm einen gemeinsamen Hintergrund teilte. Sie ging dahin, sagte er, sich die Welt vorzustellen, um sie in Gedanken durch objektive Repräsentationen im Sinne der Perspektive einer jeden beliebigen Person, reflexive Schlussfolgerungen, die durch Gründe verknüpft sind, und normative Selbststeuerung zu manipulieren, um sich mit den normativen Erwartungen der Gruppe zu koordinieren. Man beachte Normativität, Objektivität, Perspektivenübernahme und die Ausweitung der Gruppe auf eine potenziell unabgeschlossene Größe sind engstens miteinander verknüpft. Dabei macht die Konventionalisierung und Ausdifferenzierung von Sprache die Unabhängigkeit des propositionalen Gehaltes möglich. Bei dieser Ausweitung auf Objektivität, bei der die Beziehung auf andere Kooperationspartner universalisiert ist, verschärft sich nun, so meine These, das, was man als sperrige Kraft der Wahrheit bezeichnen kann. Ich beziehe mich mit dieser Konzeption auf die Arbeiten von Frieda Vogelmann, der die Ansätze von Foucault expliziert und auf ihre Konsistenz geprüft hat, um schließlich einen eigenen Zugang zu gewinnen. Sperrigkeit und Kraft meint den Konfliktcharakter von Wahrheit, ihre Eigenschaft, rivalisierende Wahrheiten in Frage zu stellen. Solange Wahrheiten nur Wahrheiten für, nämlich für eine bestimmte Gruppe sind, sind sie in gewisser Weise harmlos. Aber das Besondere von Wahrheit ist, nicht regional gebunden zu sein, sondern einen allgemeinen Anspruch zu stellen. Selbst wenn es noch in der Moderne und in der frühen Neuzeit bestimmte theoretische und institutionelle Rahmen gibt, innerhalb derer über Wahrheit verhandelt wird, ja innerhalb derer es nur Sinn macht, in einer bestimmten Weise von Wahrheit zu reden, treibt doch die Agonalität von Wahrheit letztlich über diese Rahmen hinaus
Zumal wenn man die Frage stellt, warum diese Rahmen entstanden sind und wie sie einander ablösen oder miteinander rivalisieren. Darin liegt der Grund für die Möglichkeit von Wahrheitskonkurrenzen. Die Tiefengeschichte von Wahrheitskonkurrenzen ist in diesem Spannungsfeld zu sehen, von Wahrheit für eine Gruppe einerseits und der Tendenz von Wahrheit, ein universeller, gruppenübergreifender Anspruch zu sein, andererseits. Nach Tomasello spielt Konkurrenz eine entscheidende Rolle bei der Selektion zwischen Gruppen, die unterschiedlich leistungsfähige Kommunikationen besitzen. Die Frage, die wir uns daher stellen müssen, ist, ob den Graden der Ausweitung der Bezugnahme auf zunehmend beliebige andere Kooperationspartner auch gerade an Kraft entsprechen, Wahrheit agonal werden zu lassen. Das heißt, wenn die Weltrepräsentation objektiver wird, weil das Netz von Gruppengröße, Schlussfolgerungen und Selbststeuerung immer komplexer wird, wird dann auch der Wahrheitsanspruch kräftiger und treibt über regionale Ansprüche hinaus. Und weiter ist zu fragen, welche sind dabei die Praktiken, die Wahrheit mit Kraft versehen? Welche Rolle spielt prüfendes Nachhaken, Anfänge von so etwas wie Untersuchung und Befragung, emotionale Entrüstung über Fehlinformationen? Michael Hampe hat darauf hingewiesen, dass das Leiden an Unwahrheit, zumal in heutigen Zeiten, ein wichtiger Indikator für Wahrheit und Wahrheitspraktiken ist. Aber wenn in heutigen Zeiten, warum nicht schon von Anfang an? Ich lasse diese Fragen hier so stehen, denn wir sind weit davon entfernt, sie zu beantworten. Mir kommt es an dieser Stelle zunächst nur darauf an, die Theorien der Evolution des Denkens mit neueren Reflexionen über Wahrheitsgeschichte zu verbinden. Im Folgenden möchte ich diesen Fragebestand nun nutzen, um erstens zu überlegen, welche Stufen im Zivilisationsprozess relevant für die Geschichte der Wahrheit gewesen sein können und zweitens in einigen Beispielen das früheste semantische und mythische Material, das wir haben, auf die Themen von Wahrheit, Lüge und Konkurrenz abzuklopfen. Kandidaten für die Schwellen in der Ausweitung der Kraft von Wahrheit gibt es mehrere. Die ersten komplexeren Sprachen der Menschheit, die in Afrika gesprochen wurden, wohl mit Klicklauten, vielleicht vor mehr als 60.000 Jahren. Die neolithische Revolution vor gut 12.000 Jahren, die die Domestizierung von Tieren, Ackerbau und Sesshaftigkeit mit sich brachte. Dann die Entstehung der ersten Schriften vor etwa 6.000 Jahren, weiter die sogenannte Achsenzeit, freilich ein umstrittenes Konzept, die in unterschiedlichen Zivilisationen um die Mitte des ersten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung einen Fortschritt an Transzendenz, ethischer Orientierung und auch Monotheismus als sogenannte sekundäre Religion bedeutet hat. Sobald es etwas ausgeformtere Sprachen gab, konnten explizite Aussagen innerhalb einer grammatischen Struktur gemacht werden. Zunächst möglicherweise in einer Verb-Subjekt-Objekt- oder einer Verb-Objekt-Subjekt-Struktur, die heute nicht mehr besonders verbreitet ist, aber dennoch propositionalen Gehalt ausdrücken kann. Wir werden allerdings bereits jetzt mit dem Blick auf spätere Entwicklungen zwischen einem einfachen und einem emphatischen Sinn von Wahrheit unterscheiden müssen. Einfache Wahrheit bezieht sich auf den Geltungsanspruch jeder Proposition, jedes Satzes. Wenn aber später von Wahrheit im Kontext von Göttlichkeit oder Weltordnung die Rede sein wird, dann ist von einem emphatischen Sinn von Wahrheit die Rede, etwa von Rechtsprechung durch einen König oder von Wahrsagerei durch einen Magier. Also von exklusiven und nicht alltäglichen Sprechakten. Mit ausgeformteren Sprachen konnten sich Erzählungen bilden, mit denen man sich die Welt erklärte, also Mythen. Michael Witzel hat den höchst ambitionierten und keineswegs schon allgemein akzeptierten Versuch gemacht, aus bestehenden Mythen
über die Gemeinsamkeiten, über Gemeinsamkeiten auf früheste mythische Muster zurückzuschließen, ähnlich wie man Sprachursprünge genealogisch rekonstruiert und dann etwa auf die indogermanische Ursprache kommt. In den Mythologien der eurasischen Völker gibt es ausgedehnte Muster, die von der Weltschöpfung bis zu einem Weltende reichen. Nicht so allerdings in den noch älteren Stufen jener subsaharischen afrikanischen Menschen, die noch vor dem Auszug aus Afrika sich Mythen erzählten. Wenn es darin überhaupt so etwas wie einen Hochgott gibt, dann nur einen weit entfernten, müßigen, der seinen Sohn schickt, um die Menschen zu erschaffen, soweit sie nicht aus Bäumen oder Felsen entstanden sind. Betrügergottheiten bringen ihnen Kulturformen bei, doch Menschen zeigen Hybris und werden durch eine Flut bestraft. Ein Weltende gibt es nicht, ebenso wenig wie einen Weltanfang. Für unsere Frage nach der Wahrheit müsste man wohl am ehesten bei diesen Betrüger- oder Schwindlergottheiten, den Trickstern, ansetzen. Oft eine Mischung aus Tier, Mensch und Geist, eine hochambivalente Figur. Wir können nämlich sehen, dass sich, wenn der Schwindler mit seinen Täuschungen der Menschheit Kulturgüter bringt, darin auch ein Reflex der Konkurrenz zwischen frühen Menschenhorden ausdrückt, wenn anderen Horden ein Geheimnis wie etwa die Zähmung des Feuers abgeluchst wurde. Die Ambivalenz ist dann auch eine der Wahrheitsreichweite. Betrug und Lüge gegenüber anderen Gruppen kann fruchtbar sein, innerhalb der eigenen Gruppe aber ist strikte Aufrichtigkeit gefragt. Aufrichtigkeit und Stabilität, ja Festigkeit, sind für Wahrheit zentrale Parameter. Das proto-indoeuropäische Wort Deru, das englische Wort Truth, leitet sich davon ab, bezeichnet genau das, Aufrichtigkeit und Stabilität. Das Korrelat zu stabil wahrhaftigen Verhalten ist das Vertrauen der anderen. Wer aufrichtig ist, dem kann man vertrauen. So stammt denn das deutsche Wort wahr von der proto-indoeuropäischen Wurzel ver, was Vertrauen und Hingeben bedeutet. Wie steht es mit der Domestizierung und Sesshaftigkeit? Peter Sloterdijk hat bei seiner Reformulierung von Heideggers Existenzialontologie des In der Weltseins in ein anthropologisch gestaffeltes zur Welt kommen und sich die Welt bilden von einer Domestikation des Seins gesprochen. Es gäbe einen Zusammenhang von Häuslichkeit im Sinne von Sesshaftigkeit und Theoriebildung aus dem Muße heraus, aus die Sesshaftigkeit bedeutet, aber in dieser Lichtung mit Heidegger zu reden, erweise sich auch bereits, Zitat, um welche Einsätze Menschen kämpfen, sobald sie als städtebauende und Reiche errichtende Wesen hervortreten. Das Entstehen von Städten und Reichen und damit einer sozial stratifizierten Gesellschaft geht freilich bereits mit der Erfindung der Schrift einher, die Verwaltung ermöglicht, Massenkooperation in Form von Arbeitsteilung und Ausübung von Herrschaft gibt den Rahmen für neue Praktiken und Kraftlinien der Wahrheitsfunktion frei. Praktiken der Orakeldeutung und der Rechtsprechung, der Divination und der Justiz sind zunächst noch eng verbunden, denn das Göttliche und der Zugang zu ihm spielen eine entscheidende Rolle. Mit den sozialen Funktionen von König und Priester treten neben den Schamanen, der in Nomadengesellschaften eine Art beschränkte Wahrheitsfigur darstellen mag, explizite Meister der Wahrheit, wie Marcel Detienne sie in seinem Buch Les Maîtres de Vérité dans la Grèce Archaïque genannt hat. Sie drücken in ritueller Rede eine Art performativer Wahrheit aus, die zugleich Gerechtigkeit ist. Wenn wir nochmals Tomasellos Terminologie bemühen wollen, so entstehen Institutionen wie Königtum oder Priestertum aus komplexen Formen kollektiver Intentionalität. Der Zusammenhang von Informationspraktiken mit Konventionen und sozialen Normen, den wir schon bei den frühen Menschen beobachtet hatten, kristallisiert sich zu Formen der Rechtsprechung und diese verändert sich mit der Evolution von Gesellschaftstypen,
die von Sippenverbänden und Stämmen zum Staat übergehen. Meister der Wahrheit sind in sesshaften Gesellschaften weit mehr als in den Nomadengruppen Autoritätsrollen, die Göttliches und Menschliches verbinden. Wie sahen die von ihren erzeugten Wahrheitsszenen im alten Mesopotamien aus, der ersten Hochkultur von Sumerern und dann von Akkadern? Guy Lemmerhirt hat die sumerischen Begriffe Sit, rechts, recht, richtig, hochwertiges und gehen, fest, wahr untersucht, um das Wortfeld einzugrenzen, in dem damals von Wahrheit die Rede war. Wie so oft ist die rechte Körperseite auch die Seite des Richtigen und wie so oft ist Wahrheit mit Festigkeit im Sinne von Beständigkeit korreliert. Aber es taucht auch der Ausdruck Sisa aus, was mit Hörner, also der Rinde einer Herde, Hörner angleichen, ordnen, normieren übersetzt werden kann. Wir sehen hier, wie Tierdomestikation, Schriftlichkeit und Ordnungspraktiken Hand in Hand gehen. Das Vieh ist in eine Ordnung zu bringen. Wahrheit im Sinne von Richtigkeit ist zunächst nichts anderes als Verwaltungspraxis. Natürlich ist so eine Wortfeldanalyse noch keine Rekonstruktion von Diskursen oder gar von gesamten Szenarien von Begriffsverwendungen. Aber sie gibt einen ersten Einblick in das Wertesystem der altorientalischen Kulturen des sumerisch-akkadischen Sprachbundes. Von dort aus wird man präziser untersuchen können, wie sich dieses Wertesystem in den frühen Gesetzestexten niederschlug, die es schon vor Hammurabi gab. Und man wird die Beziehungen zwischen Rechtspraktiken, Divinationspraktiken und Wahrheitspraktiken in einem fluiden Feld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu beobachten haben. Wie wir sehen konnten, ist in Mesopotamien von Wahrheit im Kontext von Ordnungspraktiken von Beständen und von Beständigkeit und Verlässlichkeit die Rede, ähnlich dem, was man heute Reliabilismus nennt. Dieser Reliabilismus ist in Hochkulturen zumeist bekräftigt worden durch einen Rückgang auf das Göttliche, und zwar im Sinne einer kosmischen Weltordnung. Die Anbindung an den Kosmos, das Ganze der Welt, konnte dann einen universalen und damit auch agonalen Anspruch von Wahrheit nach sich ziehen. Was in nomadischen Mythen vielleicht noch stärker auf die eigene Sippe bezogen war, wurde jetzt unumstößlich für die Welt als solche verkündet. Wenn wir nochmal zur indoeuropäischen Tradition zurückgehen, so ist es dort das rekonstruierte Wort Hertus, das entscheidend ist. Es bedeutet passend, richtig, wohlgeordnet und kommt von der Wurzel her, passen. Das Wahre ist das, was in die Ordnung der Dinge passt. Dieses rituelle und mythologisch-kosmologische Verständnis von Wahrheit hat sich besonders im indo-iranischen Zweig des Indo-Europäischen ausgeformt. Im Sanskrit der Veden, die im 2. Jahrtausend vor Christus entstanden sind, heißt das Wort Artha und hat sich ausgewachsen zu einem Ideal der richtigen Ordnung, dem Wahrheitsstandard sowohl für menschliche Moralität als auch für die Struktur des Kosmos. Der Gott Varuna ist eng mit diesem Prinzip assoziiert. Er ist der Wächter des Ideals. Man kann aber durchaus von Artha als der Wahrheitskraft des Kosmos sprechen. Es gibt aber auch noch einen Wortstamm, der mit dem ineuropäischen Herr eng verwoben ist, nämlich der, das Wort für halten, festhalten, stützen und auf übertragene Weise gültig machen. Daraus ist im vedischen Dharma geworden, das Gesetz, an das man sich hält, im umfassenden sowohl religiösen als auch juristischen Sinne. Wir sehen, wie unauflöslich das, was wir mit unseren Begriffen Wahrheit, Recht und Religion auseinanderhalten, im Archaischen miteinander verbunden ist. Nicht nur semantisch, sondern auch in den Praktiken. Wahrheitspraktiken sind zugleich rechtliche und religiöse Praktiken. Im archaischen Griechenland entspricht dem Dharma übrigens das etymologisch verwandte Themis, das religiös gefärbte und sanktionierte Recht.
Aber der Zusammenhang zwischen Wahrheit und Gerechtigkeit gilt keineswegs nur für die indoeuropäischen Bereiche, sondern genauso gut etwa für Altägypten. Dort ist Ma'at, das religiös-rechtliche Prinzip der göttlichen Weltordnung, und Wahrheit, und es wird in späterer Zeit als Göttin vorgestellt. Etymologisch kommt das Wort von lenken, Dingen eine Richtung geben und zugleich darbringen, opfern. Es geht also darum, in die richtige Richtung zu gelangen, entlang des Sinns für Wahrheit. Der Schöpfergott Re, so die Vorstellung, hat die Ma'at geschaffen, wie Erta nicht einfach nur als kosmisch begründete konnektive Gerechtigkeit, sondern als Kraft verstanden werden kann, so sicherlich auch Ma'at. Die präzisen Fragen, die an dieser Stelle zu entwickeln wären, lauten: Welche sozialen Praktiken sorgten dafür, dass die kosmische Ordnung und Gerechtigkeit eine Kraft entwickelte, die ihre Geltung auf alle Bereiche und Religionen ausdehnte? Wie ist dabei das Verhältnis zwischen Wahrheitspraktiken und Verpflichtungspraktiken? Und wie haben sich die Wahrheitsfiguren in ihrer Funktion in diese Praktiken integriert? Jetzt überspringe ich einen Abschnitt über Schriftlichkeit, weil wir schon dem Ende entgegenkommen, und sage noch klein wenig was über die Verschärfung der Achsenzeit. Hat sich die kosmologische Grundierung von Wahrheit und ihre Assoziation mit autoritativen Götterfiguren, so wollen wir nun erkunden, in der Achsenzeit verschärft? Für die indoeuropäische Tradition mag man da zunächst an die iranische Religion des Zoroastrismus oder auch Mazdaismus denken. Dort gibt es einen in aller Härte markierten Gegensatz zwischen avestisch Aja bzw. altpertisch Arta, bei dem das proto-indoeuropäische Hertus immer noch erkennbar nachklingt, und das, wie gehabt, Wahrheit, Gerechtigkeit und gute Ordnung bedeutet, und avestisch Drui, beziehungsweise altpersisch Drauga, was Trug, Drui, Trug, Lüge, Ungerechtigkeit, das Böse und Chaos bedeutet. Dieser Licht-Dunkel-Gegensatz macht geradezu den Kern der zoroastrischen Religion aus. Als Göttin ist Aja eine der Amesaspanta-Gottheiten, die aus dem höchsten Gott Ahura Mazda emanieren. Wie im Verhältnis von Ma'at und Re ist die Wahrheit hier der höchsten Kraft überhaupt beigeordnet. Wahrheit ist Wirklichkeit und Existenz, Falschheit ist Unwirklichkeit und Nicht-Existenz. Das ist eine Entweder-Oder-Distinktion, die keine Zwischentöne zulässt, wie sie vielleicht noch bei lokalen Wahrheiten für und ineinander übersetzbaren Gottheiten möglich sein mögen. Sie ist ebenso hart wie die von Jan Assmann sogenannte mosaische Unterscheidung, die einen Strich zwischen dem einen wahren Gott Jahwe und allen anderen falschen heidnischen Göttern zieht. Und sie erinnert fast noch mehr, so sehr sie noch Religion ist, an die griechische strenge Unterscheidung zwischen Sein, Wahrheit auf der einen und Nichtsein, Unwahrheit auf der anderen Seite, die Parmenides eingeführt hat. Assmann nennt sie denn auch konsequent die parmenideische Unterscheidung, und er rekurriert dabei interessanterweise genau auf den agonalen Kraftbegriff, auf den es uns ankommt. Zitat: Beiden Begriffen, dem jüdischen Monotheismus und dem neuen griechischen Begriff des Wissens, ist eine neuartige Kraft zur Unterscheidung, Negation und auch Ausgrenzung eigen. Den Aspekt der Ausgrenzung hat auch Foucault betont, ja, er sieht in der Ausgrenzung, die die Wahr-Falsch-Distinktion vornimmt, geradezu den Anfang des europäischen Willens zur Wahrheit. Zitat: Eines Tages hatte sich die Wahrheit vom ritualisierten, wirksamen und gerechten Akt der Aussage weg und zur Aussage selbst hin verschoben. Zu ihrem Sinn, ihrer Form, ihrem Gegenstand, ihrem referenziellen Bezug. Zwischen Hesiod und Platon hat sich eine Teilung durchgesetzt, welche den wahren Diskurs und den falschen Diskurs trennte. Diese Teilung war neu, denn nunmehr war der wahre Diskurs nicht mehr der kostbare und begehrenswerte Diskurs, der an die Ausübung von Macht gebunden ist.
Wir haben also offenbar eine neue Stufe in der Sperrigkeit und Agonalität von Wahrheit erreicht, eine neue Konsequenz in der Ausgrenzung des Falschen, weil nun nicht mythische Argumente von kosmischer Ordnung zum Tragen kommen, sondern direkt die Macht der rationalen Argumentation. Dabei gibt es aber, und das macht den Reiz der Grenzfigur Parmenides aus, zugleich eine Kontinuität mit dem Archaischen. Parmenides ist nämlich selbst in gewisser Weise immer noch ein Meister der Wahrheit. Er legt sein Lehrgedicht mit Reminiszenzen an babylonische Mythologeme als schamanistische Reise zur Göttin der Unterwelt mit den Töchtern der Sonne und der Nacht an, um die Offenbarung von der Göttin zu empfangen. Damit ist der Status dessen, was er sagt, mit Autorität aufgeladen. Aber was er dann verkündet, die strenge Unterscheidung zwischen Sein und Nichtsein und Korrespondieren zwischen Wahrheit und Falschheit, das hat eine neue säkulare Qualität. Wenn Assmann den jüdischen Monotheismus eine Gegenreligion nennt, dann kann man in Anlehnung an eine Beobachtung von Walter Burkert bei Parmenides von einer Gegenkosmogonie sprechen. Mythische Weltbilder waren in Kosmogonien von Werden und Vergehen eingebettet, aber Parmenides stellt eine völlig statische, unveränderliche Welt des Seins vor, glatt und vollkommen wie eine Kugel. Dem entsprechen Praktiken von logisch-rationaler Rede mit Propositionen, die, wenn sie wahr sind, ewig und unveränderlich wahr sind. Und die parmenideische Welt ist trotz ihrer schamanischen Herkunft antiritualistisch. Denn wenn das Sein unverrückbar ist, muss es nicht durch Rituale immer wieder aufrechterhalten werden. Man könnte sagen, dass die Unabhängigkeit des propositionalen Gehalts, der schon mit den ersten Sprachkonventionen kollektiver Intentionalität aufkommt und sich bei der Einführung von Schriftlichkeit noch verstärkt, erst jetzt voll zur Geltung kommt. Wir können als eine Art Fazit eine gewisse Abfolge wachsender Kraft und zunehmenden Geltungsanspruches von Wahrheit konstatieren. Freilich mit der Kautele, dass die einzelnen Zusammenhänge von Kraft, Praktiken und Szenarien noch zu erforschen sind, ebenso wie manche interkulturelle Ähnlichkeiten und Zusammenhänge. Ich habe anfangs erwähnt, dass mein Interesse daran, die Beschäftigung mit Wahrheit gleichsam tiefer zu legen und bis in archaische Zeiträume hinein zu legen, daraus resultiert, dass ich glaube, dass über bestimmte Pfade in verschiedenen Zivilisationen bestimmte Prägungen identifizierbar sind, die noch lange Zeit nachgewirkt haben, bis in die frühneuzeitlichen und teilweise bis in die modernen Theorieüberzeugungen hinein. Daher die Suche nach Konzepten der Prägung und Weitergabe von Ideenmustern und ihrer Verdichtung. Aber darüber zu reden, wäre noch ein anderes Thema. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.